In Templin, da streitet man sich gerade um Straßenschilder. Beteiligt sind verschiedene Kirchen und eine Satire-Religion. Die nennt sich Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Ihre Mitglieder verkleiden sich gern mal als Piraten. Der Verein selbst wurde gegründet, um sich für Glaubensfreiheit stark zu machen. Die äußert sich auch schon mal so, indem man Gläubige auf die Schippe nimmt. Annette Dorniden über die streitenden Geister von Templin. Weltoffenes Templin, denn ohne Pasta geht nichts in der Uckermark. Seit dem Mittag hängen die Schilder des fliegenden Spaghetti-Monsters wieder. Das war für mich sehr überraschend. Also offensichtlich hat das Straßenbauamt tatsächlich in einer illegalen Nacht- und Nebelaktion auf Piratenart, wie sie eigentlich uns zusteht, diese Bilder abgenommen, als Schilder abgenommen. Und ja, das ist, also ich bin überrascht, wie ein Amt hier handelt. Gestern, am späten Nachmittag, waren die vier Schilder der etwas anderen Weltanschauungsgemeinschaft plötzlich verschwunden, weg vom Erdboden verschluckt und tauchten wie aus dem Nichts im Depot der Templiner Niederlassung des Landesbetriebs für Straßenwesen wieder auf. Es müsste erstmal abgestimmt werden, wo kann das Schild auch dann hingehangen werden. Es ist ja nun an einen Pfosten rangehangen worden, wo auch schon andere Kirchen oder Religionsgemeinschaften auf ihre Gottesdienste darauf hingewiesen haben. Da gehört das sicherlich dann an der Stelle auch nicht hin, weil man das nicht unter diesem Rahmen auch so subsumieren kann. Das fliegende Spaghetti-Monster wurde vor 9 Jahren von einem amerikanischen Physiker als Gottheit erdacht. Eine Parodie auf die fundamentalistischen Christen in den USA. Für die 130 aktiven Anhänger in Deutschland reicht zur gemeinsamen Nudelmesse ein einziger Saal. Nun hängen die Schilder wieder, doch daran wird der Guru der Nudeln wohl nur vorübergehend Freude haben. Wir werden uns bemühen, einen sinnvollen Kompromiss zu finden, dass beide Interessen gewahrt werden, sowohl der Anspruch der christlichen Kirchen, dass sie eben ernst genommen werden, wie auch das Interesse von Herrn Weider, dass er ein Schild bekommt, wo er auf seine Aktivitäten aufmerksam macht. Wohl gut so, denn Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Liebe, Friede, Freude, Festolati.